Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Final Arc. Ja, ich wollte ja nochmal ein kleines Gewächshaus bauen. Genau das machen wir heute nämlich. Ich baue das da unten auf der Plattform, weil es einfach näher am Wasser ist. Was ich echt schade finde, ist mir jetzt gerade mal so eingefallen. Man kann zwar allerhand Beeren und auch Gemüse anbauen, aber man kann ja zum Beispiel Pilzsamen gibt es doch gar nicht, ne? Es wäre ja auch mal ganz nett, wenn man Pilze anbauen könnte, oder? Und das ist natürlich was wir in Zukunft noch brauchen werden. Kaktus. Das wäre natürlich auch total toll, wenn es für diese Pflanzen auch Samen gegeben hätte. Ach, unser ewig feststeckender Bärenfreund. Naja. Aber kann man ja nicht. Man kann nur die Pflanzen von The Island sozusagen, die kann man abbauen. Ich habe mal den einen Baum da stehen lassen, weil er eigentlich ganz nett ist. Und ich glaube, wenn ich den fälle so nah bei den Toren, der wächst bestimmt nicht wieder nach. Ja, wir bauen heute ein kleines Gewächshaus. Wir machen da unser Gemüse rein und vielleicht die Pflanze Z ist es hier, glaube ich, ne? Und mir hat jetzt vor allem hauptsächlich noch Stroh gefehlt. Wir werden aber mal ganz schnell, habe ich den noch im, ja, ich habe ihn im Kryopod. Mal kurz darüber gehen, mal gucken. Ui, du siehst ja noch abenteuerlich aus von unserem Abenteuer. Mal gucken, ob da in dem lila Loot irgendwie was Nettes drin ist. Aber vermutlich ja nicht. Ja, wir nähern uns mit gewaltigen Schritten dem Ende dieser Staffel und überhaupt dem Ende von Ark Survival Evolved an. Hui! Und ja, sie behaupten ja immer noch, oh, Tatsache ist ja mal was drin, was gar nicht so schlecht ist. Sie behaupten ja immer noch steif und fest, dass sie es bis Ende Oktober schaffen. Das ist jetzt ja wirklich nicht mehr viel. Also wenn ihr das seht, ist hier der 16. Das heißt, es sind ja noch 2 oder 2,5 Wochen, ne? Dann ist Feierabend. Dann war es das hier. Ja, klar, das ASA, also Ark Survival Ascended, kommt auch erstmal als Early Access raus. Da wissen wir natürlich nicht, wie unfertig das ist. Aber sie haben ja auch tatsächlich in den letzten beiden Community Crunches einfach mal überhaupt gar nichts released. Sonst haben sie ja wenigstens immer mal hier ein Bild und da irgendwie eine Konzeptskizze. Aber bei den letzten beiden haben sie tatsächlich überhaupt gar nichts released. Also bei diesem Mal haben sie jetzt nur gezeigt, was sie uns schon gezeigt haben. Also noch einmal zusammen alle Tiere, für die wir uns entschieden haben, die wir gevotet haben. Die haben sie uns gezeigt, aber die kennen wir ja schon. Die haben sie uns ja beim letzten Mal schon gezeigt. Und davor war das ganz ähnlich. Ne? Da wollten alle den Dreadnoughtosaurus sehen, haben sie aber nicht gemacht. Da war im besten Fall war das der Sattel vom Shastasaurus oder wie der heißt. Aber mehr war es nicht. Tja. So, wie üblich machen wir hier diese Dinger wieder. Wir brauchen 6 für den inneren Kreis und ich glaube schon 12 oder 18 für draußen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Okay, was geht uns aus? Holz geht uns aus, ne? Mit so viel Stein kann ich mich auch nicht mehr bewegen im Inventar. Ich bin überrascht, dass da überhaupt alles reinpasst. Aber offenbar passt das. Cool. Also wir wollen natürlich, dass das irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis zueinander steht. Ausgehend hier vielleicht von der Mitte kann ich mir vorstellen. Das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Machen wir mal den K-Modus gleich wieder aus. So. Ne, dann setzen wir den hier einmal. Ups, der Käfer ist noch ein bisschen im Weg. Ich dachte, ich hätte euch extra alle weggepfiffen, aber hier hört ja einfach immer keiner auf mich. Der Käfer kann sich dann natürlich auch dann wie zu Hause da drin fühlen. Nee, das reicht leider immer noch nicht. Da ist ja immer noch einer. So. Und ich nehme mich wieder auf die Shoulder. Ups. Okidoki. So, vielleicht machen wir auch nur hier vorne noch weiter mit den Ringen, dass es hinten hier so bleibt, wie es ist. Denn ehrlich gesagt, zu weit hier in den Felsen möchte ich nämlich eigentlich nicht unbedingt reingehen. Na, dass man das sozusagen hier so lässt, wie es ist. Dann baut man es einfach nach hier aus. Wie sieht das aus? Jetzt haben wir sowas wie einen Diamanten gebaut, ne? Von der Größe her... reicht's eigentlich aus? Oder, ach komm, wir ziehen das hier rum. Wir müssen ja nicht überall Glas dran machen. Ha, es fehlt genau einer. Okidoki. Dann haben wir zufällig auch Stein? Nee, ne? Wir haben ja nur theoretisch Holz. Es ist schon wieder so unendlich dunkel. Na gut, dann müssen wir noch mal eine Foundation müssen wir noch machen.
Und dann brauchen wir vor allem natürlich auch eine ganze Menge Kristall. Und das werde ich mir jetzt auch gleich nochmal beschaffen. So, da unten ist die Zipline. Ich muss immer suchen. Ich weiß es immer, ich kann mir das immer nicht merken. Ja, ihr könnt mir ja mal so eure Gedanken und Überlegungen nennen zu sowohl dem normalen Arc, also dem alten Arc und der neuen Variante. Findet ihr das gut, dass sie das einfach so optisch nochmal überarbeitet haben und Bugs rausgenommen haben? Und ja, die haben ja gesagt, dass sie noch so ein paar andere Dinge anpassen wollten im Spiel. Wir hatten ja tatsächlich für das ursprüngliche Arc eine ganze Menge mehr eigentlich machen wollen, als sie dann letzten Endes gemacht haben. So, nur so Kleinigkeiten, aber die haben halt dann irgendwie doch immer gefehlt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass sie immer gesagt haben, sie wollen das eigentlich so machen, dass die Carbonemis sich in ihren Panzer zurückziehen kann. Ne? So ähnlich wie sich der Dödi einwickeln kann. Also es ist ja wie gesagt nur eine Kleinigkeit. Oder die Sache mit den Babytieren. Aha, da schleicht sich einer an. Die Sache mit diesen ganzen Babytieren, das ist ja eigentlich was, wo man sagt, theoretisch gibt es das ja. Es gibt ja Babypinguine und es gibt noch irgendein anderes Tier, was es auch irgendwie als Baby gibt. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was es war. Auf irgendeiner anderen Map. Das gibt es ja eigentlich alles. Ne? Sie haben es halt nur einfach nie so richtig umgesetzt. Es gibt es halt dann nur für diese 1-2 Tiere. Warum? Warum gibt es das nicht für alle anderen auch? Oder sagt ihr, nee, finde ich eigentlich total Quatsch. Ich hätte viel, viel lieber, dass sie Ark 2 gemacht haben. Gut, nun soll es ja bei Ark Survival Ascended auch nochmal 2 Erweiterungen geben. Die werden vermutlich, das wissen wir natürlich nicht mit Sicherheit, aber werden vermutlich zwischen Extinction und Genesis spielen. Ne? Da ist ja eigentlich eine Lücke dazwischen. Also was ist passiert? Wir haben die Erde vor Element gerettet und beim nächsten Mal fliehen wir mit dem Raumschiff auf irgendeinen anderen Planeten. Hä? Was ist da in der Zwischenzeit passiert? So, davon brauchen wir eigentlich nur noch eins, genau. Und dann brauchen wir Kristall. Und zwar eigentlich ganz normales Kristall, aber gut, so ist es normal. Ja, wie gesagt, da könnt ihr mir ja mal eure Gedanken sagen. Was findet ihr, wie findet ihr das mit den, es gibt jeweils ein neues Tier für jede Map. Und sie haben ja gesagt, dass es insgesamt mindestens 11 neue Tiere geben wird. Gut, kann man sich jetzt überlegen, ne? Wir haben theoretisch The Island, Scorched Earth, Aberration, Extinction, das wären ja 4. Ich weiß ja nicht, ob sie Genesis auch nochmal überarbeiten oder ob sie das dann im Prinzip eigentlich weglassen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste man mal sehen. Aber wenn ja, dann gäbe es zu diesen 4 eben auch nochmal 2. Was dann also schon mal 6 wären. Dann haben wir The Center und Ragnarok, 7, 8. Valguero und Fjordur, 9, 10, Lost Island, 11, oder? Habe ich jetzt eins vergessen? Ich habe irgendwie den Verdacht, ich hätte eins vergessen. Sind das die 11 neuen Tiere, die kommen? Also jeweils eins, was wir uns selber aussuchen können pro Map? Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen mager. Es gibt eine ganze Menge Tiere, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, weil sie einfach auch überhaupt nichts können. Und also ich würde mir halt wünschen, dass sie die nicht nur optisch überarbeiten, sondern vielleicht auch in ihren Fähigkeiten. Es muss ja nicht immer jeder so ein Overkill-Tier sein. Aber es wäre schon schön, wenn so Tiere, die einfach, also die sich einfach auch kein Mensch zähmt, weil sie einfach nichts können und weil man sie für überhaupt nichts braucht, dass man da vielleicht nochmal irgendwie nachbessert. Zum Beispiel sowas wie ein Gallimimus. Wer zähmt sich denn bitte einen Galli? Ja, die sind schnell, das war's aber auch schon. Du kannst nur 2 draufsetzen, okay. Aber, ja. Also, das zähmt sich doch einfach keiner. Wer zähmt sich denn die Plotokus? Niemand. Aber dafür gibt es so eine Handvoll Tiere, die zähmen sich alle immer, weil es die einzigen Tiere sind, die irgendwas können. Also der Dödi ist der einzige, der wirklich richtig gut Steine sammeln kann. Und der Enki, der halt so Metall und Kristall und Obsidian gut sammeln kann. Da wäre es natürlich schön, es gibt nochmal irgendwie eine Alternative. Finde ich ja. Ne? Also wenn auch noch andere Tiere das können, so wie zum Beispiel der Terizino und der Biber beide gut im Holz holen sind. Mal abgesehen von den Tieren, von den anderen Maps. Ja, das sind so ein bisschen die Überlegungen, die ich dazu so angestellt habe. Was heißt angestellt habe, aber die mir so durch den Kopf gehen. Also ich finde es an sich nicht schlecht. Also eigentlich, ich mag das Spiel so, wie es ist. Und deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlimm, wenn sie sagen, wir machen das einfach nochmal richtig und ordentlich. Ich habe halt nur so ein bisschen die Befürchtung, dass das dann auch nicht so richtig und ordentlich wird. Sondern dass sich dann irgendwo anders Fehler einschleichen wieder. Und ja, deswegen, also
Ich weiß gar nicht, also immer wenn sie was dazu entwickelt haben, irgendeine Neuerung, fand ich die in der Regel nicht so toll. Also ich fand Scorched Earth fand ich noch super. Aberration so, naja. Extinction war dann schon ziemlich anders und mit Genesis konnte ich einfach gar nichts anfangen. Also das ist irgendwie immer schlechter geworden. Deswegen glaube ich halt auch, dass ein Arc 2, weiß nicht, ich habe einfach die Befürchtung, es wird schlechter. Also mir gefällt The Island eigentlich von allem immer noch nach wie vor am besten. Das allererste. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es einfach noch schöner ist und noch besser funktioniert und noch mehr Funktionen hat, dann macht mich das ehrlich gesagt glücklicher, als wenn ich wüsste, sie machen irgendwie noch eine Erweiterung dazu, die dann nochmal irgendwie Dinge beinhaltet, von denen ich persönlich finde, dass sie vielleicht einfach gar nicht so gut ins Spiel passen. Dieses ganze neumodische Tech-Kram-Zeug. Ich mag das halt einfach nicht. Deswegen mache ich das ja auch nie. Ich benutze es halt einfach nicht. Ich finde es halt nur schade, wenn man dann ja vom Spiel sozusagen dazu gezwungen wird, das zu benutzen, weil man das einfach unbedingt braucht, um irgendwas zu machen. Das finde ich halt schade. Ich finde halt dieses altmodisch-primitive irgendwie netter. Das passt auch einfach eher zu dem Dinosaurier-Kontext. Aber das ist ja wie gesagt nur meine Meinung. Andere stehen total auf den Tech-Kram. Ich finde es ja wie gesagt immer schön, wenn nicht alles, was neu ist, immer gleich nochmal besser ist als all das, was alt ist. Da gibt es nämlich irgendwann gar keinen Grund mehr, den alten Kram zu benutzen. So sehe ich das halt ein bisschen. Ne? Also jedes Tier, was kommt, ist immer noch größer und noch stärker und hält noch viel mehr aus und macht noch viel mehr Schaden. Ich finde das einfach doof. Weil dann, ja, dann nehmen halt, niemand nimmt mehr die alten Tiere, alle nehmen nur noch die neuen, weil die sind ja viel besser als die alten. Hm. Naja, okay. So, genug rumgezetert. Wir brauchen vermutlich eine ganze Menge hiervon. Machte man das Glas? Kann man das eigentlich bei sich machen oder Gewächshaus? Nee, aber hier bestimmt, oder? Oder war das Glas? Ja, auf jeden Fall. Gewächshaus. So, das ist doch gut. Dann packen wir den Kram hier nämlich da rein. Das kommt da rein und das kommt da rein und wir brauchen ja auch noch Metall. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch welches drin habe. Nicht mehr sehr viel und hier vermutlich auch nicht. Nö. Da hängt schon wieder was in der Kehle fest. Ich brauche noch ein bisschen Holz zum Befeuern. Bitteschön. Anmachen und dann gucken wir mal. Ich glaube, hier drüben könnte noch ein bisschen Metall drin sein. Kann aber auch sein, dass ich tatsächlich einfach alles benutzt habe, um mir Munition herzustellen. So, das sieht doch soweit ganz gut aus. Alles rein damit. Zack, zack. Gewächshaus. Okay, gibt es dafür auch eine Doppeltür? Doppel, genau. Finde ich irgendwie netter. Gewächs. So, und da sehen wir schon mal, wir können uns nicht auch nur eine einzige Wand leisten. Yippie. Okay, dafür haben wir aber vielleicht genügend Material, um uns so ein schönes Beet zu machen. Wir brauchen haufenweise Fasern, wir brauchen haufenweise Holz, aber da wird ja wohl auch normales Holz gehen, Pilzholz gehen, meine ich. Und wir brauchen natürlich Steine, die draußen im Dödikubus sind. So, zack, zack, zack. Da gucken wir nochmal nach Beet und wir brauchen 5 von den großen. Wir können uns erstmal nur 4 herstellen, weil uns Steine fehlen. Okay. So, wir haben jetzt Wasser in unseren Beeten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach nochmal ein zweites gemacht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig wäre, aber wie ihr seht, die sind alle bewässert. Das ist super. So, wir haben jetzt hier auch noch den Käfer. Die anderen Wände habe ich jetzt auch schon dabei. Ein paar habe ich schon gemacht. Die ich mir eben so leisten konnte. So, genau, wir müssen ja dann irgendwie auch ein bisschen Dünger produzieren. Hast du denn zufälligerweise schon was Intus? Nee, okay. Du kriegst auf jeden Fall hier jede Menge Gewicht. Leider produziert der ja immer nur, wenn er auch was, wenn er sich bewegt, ne? Sonst nicht. Und ich kann den sich ja erst bewegen lassen, wenn hier unten erstmal zu ist. Das
heißt, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Glaswände. Dann können wir den laufen lassen. Wie ihr seht, ich habe auch schon mal ein paar Samen. Wir haben hier einmal Kartoffel, Mais, unsere Spezialsamen, Zitrone. Das heißt, Karotte fehlt mir noch. Ui, du hast aber auch echt viele Level. Machen wir dich mal hier auf 1000 und mal da auf 1000. Und mal hier auf schneller. Dann bin ich hier irgendwie 150. Ja, sehr schön. Das ist doch wunderbar. Okay. Genau. So, was brauchen wir jetzt? Wie gesagt, 7 Wände einmal für unten rum. Dann darf der Käfer hier drin rumlaufen. Vorher nicht. Wir packen ihn trotzdem schon mal rein, dass er sich schon mal so ein bisschen akklimatisieren kann hier drin. So, ich habe jetzt hier dreimal Rock Drake Mist drin. Das ist, glaube ich, großer, ne? Ja, genau, großer. Und ich glaube, das macht in seinem Fall aber keinen Unterschied, wie groß der ist, wie viel der produziert. Ich meine, es ist wurscht. Da kommen immer 2 oder 3 raus, weiß ich jetzt nicht mehr. Der muss auf jeden Fall sich noch bewegen können. Das heißt, überladen dürfen wir ihn nicht. So, okay. Dann klettern wir jetzt erstmal wieder nach oben. Ich muss hauptsächlich darauf warten, dass Kristall einschmilzt. Von allem anderen habe ich, glaube ich, erstmal genug. Und ja, außerdem sollten wir mal gucken. 50-50 Tag-Nacht, okay. Ein bisschen mehr Licht kann natürlich auch nicht schaden. Wenn ihr so direkt unter irgendeinem Felsvorsprung... Ah, da ist ein Loot. Wenn ihr direkt unter einem Felsvorsprung sowas baut, dann könnt ihr auch noch so viel Greenhouse benutzen. Das wird nichts bringen. Da muss halt schon doch irgendwie Licht drauf. Ne? Wenn ihr irgendwie in einer Höhle baut, dann habt ihr trotzdem keinen Greenhouse-Effekt. Weil ja, wie gesagt, das muss halt Licht drauf kommen. Und ich weiß nicht, ob es auch einen Unterschied bei Tag und Nacht gibt, ob das so spezifisch ist. Theoretisch dürfte es ja eigentlich nachts nicht funktionieren. Wow, Wahnsinn, gar nichts. Ja, so ist es. So. Ja, was wollen wir noch machen? Wie gesagt, in dieser Woche einmal Greenhouse und einmal Explorer Notes. Und dann in der letzten Woche eigentlich logischerweise den Bossfight, aber den machen wir ja als letztes. Vorher werden wir nochmal gucken, dass wir uns vielleicht nochmal einen Reaper zähmen oder so, dass ihr mal für die ihn noch nie gesehen haben, wie es geht, dass ihr das auch schon mal gesehen habt. Und ja, dann ist halt die Frage, ob das wirklich am allerletzten Tag kommt, dann bräuchte ich, also am letzten Oktober kommt das ASA, dann bräuchte ich tatsächlich noch eine Folge mehr. Oder ob das vielleicht 1, 2 Tage früher kommt, dann bräuchte ich keine Folge mehr. Sie haben mir jetzt nicht gesagt, es kommt, also sie meinten, es kommt gegen Ende oder im späten Oktober. Das heißt ja nicht, dass es der letzte Tag sein muss. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass es überhaupt gar nicht kommt. Es geht weiter. Ich denke, wir kriegen jetzt zumindest hier unten das schon mal dicht. 7 Dinge habe ich dabei. Wenn ich mich nicht irgendwie völlig verkalkuliert habe, müsste das eigentlich für einmal unten rum reichen. Das heißt, wir können den Käfer gleich auf Wanderschaft schicken, ohne dass er uns hier noch großartig entwischen kann. Verhalten, Jip, aktiviere Wandern. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, der ist jetzt zu schwer. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ja auch noch ein paar kleine. Wir lassen ihn mal aus dem ganz großen Zeug was machen. Und wir packen einfach mal jeweils schon mal ein... ich muss da nicht drauf, wie ihr seht. Ne? Wir packen jeweils ein Kaki da schon mal rein. Gucken mal kurz bei unseren Tieren hier. Die haben ja eventuell auch schon noch mal irgendwie was fabriziert. Habe ich nicht irgendwie gerade jemanden machen hören? Dich doch, oder? Ja. So sieht es nämlich mal aus. So, hatten wir hier jetzt schon was drin? Dünger 3,50. Dünger nicht gedüngt. Okay, jetzt ist in jedem wenigstens irgendetwas drin. Das heißt, wir können nämlich dann auch schon mal die Samen da reintun. Allerdings würde ich gerne nochmal mit dir gucken, ob wir nicht vielleicht auch mal die Karotte irgendwie hinkriegen. Das wäre ja ganz nett. Kriegt man diese Samen eigentlich theoretisch auch aus Pilzen? Ui, und da sind wir schon wieder zu schwer. Wir schmeißen einfach mal die hier alle weg. So, und irgendwas zu essen darfst du gerne behalten. Was ist das? Mais. Wir brauchten das hier, ne? Zitrone? Nee, Mais. Kartoffel? Das? Ne, ist ja auch noch keine Karotte gefunden. Hm. Interessant. Ist Karotte so selten? Oder kriegst du nur einfach? Doch, der kriegt auch Samen. Das ist ja komisch. Ah, du kriegst vor allem auch Fasern, wie es aussieht. Hm.
Sehr, sehr merkwürdig. Boah, ja, der kriegt auch Fasern. Das ist ja toll. Gewicht. Ne, davon haben wir jetzt jede Menge, aber irgendwie einfach nicht das, was wir haben wollen. So, das kannst du behalten. Oder hier, komm, die kannst du behalten. Die sind ja immer gut. Das ist ja seltsam. Wir brauchen Karotte. Da, Karottensamen. Jetzt haben wir sie. Okay. Nee, falsches Inventar. Deins brauche ich schon. Schmeißen wir den Plunder hier wieder raus, dass du dich auch wieder bewegen kannst. Ich weiß ja nicht, was du so gerne isst, aber... Na also. Es hat ja immer wieder gedauert hier. Okay, sehr schön. Haben wir das auch. Von jeder Sorte Samen eine. Und dann fangen wir doch mal an mit... einmal hier. Dann einmal hier. Karotte. Dann einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. So. Jetzt ist... jetzt ist alles einmal drin. Der Käfer wird es hoffentlich nicht fressen. Wir brauchen natürlich noch mehr Mist. Und vor allem noch mehr Glas. So, sehr schön. Hast du gut gemacht. Ihr dürft hier weiter fröhlich kacken. Macht mal. Gut, dann ja, machen wir das jetzt. Wird das reichen, wenn ich jetzt nur noch Schräge oben drauf setze? Wahrscheinlich geht das wieder nicht. Müssen wir wahrscheinlich einen geraden und dann alles flach oben drauf setzen. Ich denke, wir werden es wahrscheinlich so machen müssen. Oder zumindest eine schräge Reihe. Ah, Kacke. Eine schräge Reihe und dann oben flach. Weil man kann ja irgendwie keine schrägen Dreiecke auf schräge Dreiecke setzen, warum auch immer. Das geht ja immer leider nicht. Zack. Sehr schön. So, wir sollten jetzt eigentlich genug haben. Es ist nur immer so ein ganz kleines bisschen tricky. Machen erstmal... ich glaube, so ist einfacher. Wir machen erstmal nur diese. Es ist immer... Nein. Es ist immer so ein bisschen schwierig, die dazwischen liegenden zu setzen, weil man die immer nur aus einem ganz, ganz bestimmten Winkel irgendwie so schräg von der Seite und ach, das ist total umständlich, kann man die nur im richtigen Spot sehen. Deswegen machen wir erstmal die. Zack und zack. So, und jetzt, wie ihr seht, da. Ja, geht immer nur aus einem ganz bestimmten Winkel, ne? Und den muss man halt immer irgendwie rausfinden. Es geht. Wenn wir jetzt sagen, mir snappt das nicht so richtig, dann ja, müsst ihr euch mal so ein bisschen bewegen. Also, das geht schon irgendwie. Es ist halt nur einfach super mega umständlich. Aha, und fummelig. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 6 Dreiecksdächer. Also, im Prinzip brauchen wir diesen inneren Ring hier, aber eben als Glas, ne? Sonst kriegen wir nicht genügend... Ah, wir haben jetzt schon 300%, okay. 300 ist das Maximum. Mehr geht nicht. Ich würde jetzt das trotzdem aber nicht irgendwie mit Stein machen. Also es sieht einfach besser aus Glas, ne? Und deswegen machen wir das auch aus Glas, so rum. Passt das hier noch bei dir rein? Ich habe hier schon nochmal eine weitere Runde einfach so reingemacht, ne? Von dem, was die hier draußen so fabriziert haben. Und das wächst hier so langsam vor sich hin. Ich glaube, ich habe das vom Tempo ein bisschen erhöht. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie viel. Vielleicht verdoppelt oder verdreifacht. Müsste ich mal gucken, kann ich nicht genau sagen. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch da oben das einmal flach oben drauf. Ich muss, glaube ich, nochmal Kristall holen. Metall schmilzt da oben immer so vor sich ein. Das funktioniert also ganz gut. Und damit haben wir dann halt auch, da habe ich doch was gehört. Haben wir dann nämlich auch unser Greenhouse, auch wenn wir das jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Ich habe keine Ahnung, ob die Pflanzen überhaupt noch, ich sag mal, reif werden, bevor wir hier mit der Folge zu Ende sind. Aber ja, so ist das halt.
Und ja, wie gesagt, 300% ist das Maximum, was man bei Greenhouse kriegen kann. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Glas benutzt ihr und wie groß ist das Haus angeblich auch, ja? Also wenn man nur so ein 2x2 macht und selbst wenn alles aus Glas ist, kriegt man wohl angeblich trotzdem keine 300% hin, was ich irgendwie merkwürdig finde, weil ich finde, es kommt ja hauptsächlich darauf an, wie viel Glas meine Pflanze umgibt und ob das Haus nun riesengroß oder winzig klein ist, ist ja egal. Wenn alles aus Glas ist, ist alles aus Glas. Jetzt gesagt, ja klar, es macht einen Unterschied, ob die Wände aus Glas sind oder aus Stein und nur das Dach vielleicht aus Glas. Das macht bestimmt einen Unterschied. Aber ansonsten finde ich das eigentlich so ein bisschen, naja, gibt es eigentlich keinen Grund, warum ein 2x2 weniger Greenhouse kriegt als ein 2x4, sage ich jetzt mal. Aber gut, so ist es angeblich. Okay, ich hole noch mal ein bisschen Kristall von da drüben. Das spawnt ja hier zum Glück sehr schnell nach. Das ist natürlich auch eine Einstellung, die ich verändert habe, dass die Sachen schneller zurückspawnen. Und ich hatte das schon mal auf The Island, dass ich wirklich die komplette Oberfläche von The Island abgefarmt hatte nach Kristall und immer noch nicht fertig war mit dem, was ich brauchte. Und das ist einfach, weil es halt im Singleplay war und ich mich natürlich auch zwischendrin ausgelockt habe. Es hat einfach ewig, ewig, ewig gedauert, eine echte Woche. Und da war immer noch nichts nachgespawnt. Und deswegen habe ich das irgendwann mal geändert. Und seitdem behalte ich das so bei. So, die letzten Teile habe ich im Inventar. Nein, jetzt geht das wieder nicht. Oh, das ist so nervig. Es snappt nur an eine Wand, es snappt nicht an so ein Dach. Mann, ich kann es natürlich nochmal mit Dreiecken versuchen. Vielleicht snappen die hier dran. Dann hat man nur irgendwie so einen total komischen Winkel, glaube ich. Aber sowas ist halt so. Deswegen spiele ich halt eigentlich nur mit S Plus. Da wäre das jetzt kein Thema gewesen. Warum snappt ein Dach nicht an einem Dach? Ja, naja, so ist das halt. Wir werden natürlich bei Asa am Anfang auch erstmal komplett ohne Mods spielen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich sogar die Einstellungen so lassen möchte, wie sie am Anfang sind. Dann wollen wir uns das mal angucken, weil wir wollen uns nicht beeilen. Vielleicht mache ich ja tatsächlich mal so einen einmaligen Spielstand, ne? Dass ich nicht 100 Staffeln von vorne anfange, so wie ich es jetzt hier ja gemacht habe. Wir haben ja, ich weiß nicht, bestimmt 10 verschiedene Staffeln von Ark. Das werde ich dann nicht machen. Ich werde versuchen, das alles bei einer zu belassen. Deswegen haben wir wirklich keine Eile, weil es dauert ja auch immer eine Weile, ehe die ganzen Sachen released werden. Und genau, wir versuchen das alles mal mit einem Spielstand zu machen. Und deswegen lassen wir auch erstmal alles, wie es ist. Das Mod-System ist ja sowieso ein bisschen anders, weil es dafür irgendwie diesen Overwolf oder was weiß ich, wie das da heißt, wo man sich dann die Sachen runterladen kann. Da kann es sein, dass einige Sachen sogar Geld kosten, muss aber nicht sein, kann aber sein. Aber dafür können halt wirklich auch alle, also auch die Konsolenspieler dann zum ersten Mal wirklich Mods benutzen. Das konnten sie ja vorher immer nicht. Und genau, sowas wie Structure Plus, das wird es da höchstwahrscheinlich auch wieder geben. Also entweder von dem gleichen oder von jemand anderem. Aber vielleicht sind ja die Bauelemente auch mal so strukturiert und so gemacht. Sie haben ja gesagt, dass sie auch die Snap-Points und sowas alles ändern wollen. Vielleicht funktioniert es ja dann einfach auch mal. Und man braucht es halt nicht, ne? Weil dass das jetzt da oben dran nicht snappt, das gibt einfach keinen Grund dafür. Jetzt müsste ich jetzt hier wieder im Inneren irgendwie erst Wände hochbauen, damit das geht. Will ich aber nicht. Aber ja, vielleicht müssen wir das, dass man hier nochmal irgendwie so einen Torbogen macht und dann snappen die Sachen halt da dran. Aber ich finde es einfach doof. Warum geht das nicht? Das ist doch blöd. So, immerhin funktioniert es wenigstens mit Dreiecken. Es macht ja dann erst recht keinen Sinn, ne? Also entweder man sagt, man kann an ein schräges Dach was machen oder man kann es halt nicht. Aber man kann das eine, aber das andere nicht dran machen. Das ergibt ja für mich erst recht gar keinen Sinn. Aber gut, so ist das nun mal. Ihr seht, wir haben hier so ein paar flackernde, so, das sieht doch ganz gut aus. Wir wollen ja, und deswegen, da oben haben wir jetzt zum Beispiel so einen Spalt drin. Und je mehr man oben drauf baut, desto schlimmer wird das, weil die Sachen, die passen halt einfach auch gar nicht zusammen. Egal, wir haben unsere 300% Dingsbums da, Treibhauseffekt. Wir haben hier alle vier Gemüsesorten und wir haben die Pflanze Z. Die produziert dann auch diese Samen, aber mit deren Samen, also von der eigens gezüchteten, kann man nicht Tiere zähmen. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Und ich meine, die macht auch keinen Heileffekt, wenn man in der Nähe steht. Die Samen, die sie hier jetzt produziert, das sind Blendgranaten. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Da kann man sich nämlich auch ganz hervorragend selber mit blenden. Aber ich würde sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben hier auf unserer kleinen Plattform unser Gewächshaus drauf gebaut. Ich habe hier die Leitung einfach geradewegs nach unten gelegt. Und auch wenn hier unten erstmal Kies ist, aber unterm Land kommt ja immer Wasser. Ich habe das letzte gerade so
weit nach unten gesetzt, dass es im Boden verschwunden ist und dann einen Intake dran gemacht und es funktioniert. Also ich habe da unten nicht nochmal gerade oder schräge dran gesetzt oder so. Es geht einfach straight runter und ganz unten ist ein Intake dran. Den sieht man auch gar nicht, weil er im Boden steckt. Ich würde allerdings sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Arc. Bis dann, ciao, ciao.